Hallo und willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, wir haben fleißig Kabel verlegt in der letzten Folge. Und ich hatte nur diese eine Folge aufgenommen. Ach ja, wir haben ja auch Rohre verlegt. Stimmt ja. Da war ja was. Wir haben ja auch Rohre verlegt. Ich hatte nur diese eine Folge aufgenommen und dann habe ich erstmal gemütlich Mittagsschläfchen gemacht. Und da das die Folge war, hier, ich habe die samstags vormittags aufgenommen und die kam dann samstags nachmittags raus und jetzt haben wir es gerade samstags abends. Und da gab es einen Kommentar, ich hätte noch 30.000 Blei in der Steinkiste liegen. Ja, sogar 32.000, 33.000, jawohl, ja, cool. So, die schimmeln da wahrscheinlich schon seit Urzeiten drin rum. Vermute ich mal. Ist jedenfalls gut möglich. So, jetzt halbieren wir das da nochmal. So. So. Machen wir schon mal 6000 Geschossspitzen. So, warte. Wir könnten eigentlich mal gerade. Ich glaube, ich hatte doch überall. Ne, hier hatte ich nichts angeschmissen, ne? Nur hier. Das läuft aber noch. Wie lange läuft das noch? Brennstoff 187 Minuten. Okay. Mir fällt gerade auf, warum steht eigentlich hier immer 187, aber hier nur 50 Sekunden oder so. Hm. Egal. Was macht die Munition? Die ist fertig. Ja, nice. Dann nehmen wir die schon mal raus. So, da war nichts drin. Da auch nicht. Und hier blubbert auch Schießpulver rum. So, warte mal, ich nehme mal gerade hier so ein bisschen von dem Krempel hier mit. Die machen wir direkt auf. Das langt für den Anfang. Finde ich gut. So. Und dann gehen wir mal hier ran gucken. Da sind schon mal Dartis drin, ne? Dann können wir hier nochmal ein bisschen. Brauchen gar nicht so viel reinmachen. Machen wir mal so 15 Minuten rein. Schmelzen wir hier mal nochmal Stahl raus, wa? Ja, kann man eigentlich machen. Pass auf, dann machen wir das so. Erhöhen wir mal ein bisschen wieder die Stahlproduktion, ne? Okay, weil der Stein ist komplett voll, ey. So, hier Zement, 45 Minuten. So. Nehmen wir das mal noch raus. Messing. Auch komplett voll. So. Patrona-Hülser. 108 Minuten. Okay. Na, dann packen wir hier noch eine Schippe drauf, wa? So, jetzt kommen wir hier zum Blei. Eieiei. Eieiei. So, schick, 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 schick. Achso, warte, die Hülsen hier, die kann ja. Achso, die sind auch gar nicht fertig gewesen, ne? Na gut, ist nicht so schlimm. Dann gehen wir mal nochmal hier hin. Munition, Zubehör, das da rein. 3000 Schießpulver. Ja gut, das Schießpulver kommt ja erst noch, ne? Wo hatte ich denn die Darts eigentlich gesammelt? Hatte ich die bei Robotik immer? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier können wir mal den Zement reinschmeißen. Kohle und Nitrat. Könnten wir auch mal bald wieder was zusammenkratzen gehen, ne? Ich glaube, die Darts, die mache ich direkt da ins Dings rein. 9 mm. Haben wir hier noch 2000 Schuss. Ich weiß gar nicht, haben wir noch was im Auto? Muss mal gucken gehen. Ich bin ein wenig neben der Rolle, könnte man sagen. Hab vielleicht ein bisschen zu lang geschlafen. Ja gut, da war jetzt nichts Außergewöhnliches hier. Motorrad haben wir länger nicht angerührt, ne? Achso, ich wollte mal gucken, wir wollten mal gucken hier oben, wie das hier mit der Munition aussieht. 200 schwer, okay, die haben mehr geschossen hier, ne? Die haben definitiv mehr rumgeballert. Ja, die ersten 3, 4 sind mehr oder weniger leer geschossen.
Okay, also wir brauchen auf jeden Fall noch 9mm Munition. Machen wir das hier gerade weg. Farbe und der Kram kommt da unten ins Kellerloch hier. So. Fleisch. So, und die Darts, die können wir eigentlich direkt reinschmeißen, ne? Warum eigentlich nicht? Da ist schon wieder einer und kloppt auf dem Kram da drauf rum. Rums. Rums und er hat gelegen. So. Schick. Ah ja. Ah ja, ah ja, ah ja. Okay. Aber hatte ich nicht irgendwie gesagt, wir haben so viel 9mm Munition? Ach nee, das war 7,62. Davon haben wir 17.000 Schuss, aber nicht von der 9mm, da haben wir nur noch 2.000 Schuss von. Naja gut, also müssen wir vielleicht mal Munition machen gehen, ne? Gut, so, wie viel Reparatur geht's haben wir? 11. Dann nee, lass uns mal hier noch ein paar machen. Nehmen wir gerade hier so ein paar Eisenbarren raus. Wie sieht's denn aus an der Eisenfront? Oder das langt. Reparaturkits. So, schmeiß mal die wieder da rein. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal Kohle und Nitrat. Eisen könnte man ein bisschen holen. Stein brauchen wir definitiv nicht. Messing und Blei. Ja gut, Blei schmelzt mal gerade ein. Kohle und Nitrat. Ölschiefer, Benzin. Also wir haben so viel Benzin, das brauchen wir alles nicht, ne? Kohle und Nitrat könnten wir besorgen. Wie sieht es denn hier aus? 3000 Schießpulver. Glaube ich, nehmen wir mal hier die Sachen raus. Ich schmeiß mal hier 9mm Munition an. Wie kommt denn da raus? 3000 Schuss. Dann machen wir hier 1000. Und hier 1000. Und hier auch nochmal den Rest. So. Und dann müssen wir eigentlich nur drauf warten. Dann müssen wir nur drauf warten, dass wir neues Schießpulver da hinten bekommen. Hülsen laufen ja schon, ne? 6000 Stück. Ein bisschen Messing schmilzt da noch ein. Blei, hier kommen auch Hülsen raus. Ja, das ist okay. Gut, dann würde ich sagen, wir fahren mal los. Fahren wir mal darüber zu unserer kleinen Mine. Gerade warten, bis die Brücke hochgeht und dann neu runter geht. Das ist nämlich blöd, wenn du genau drüber fährst und in dem Moment geht die Brücke hoch. Das ist nicht wirklich schön. Fliegst mit deiner Karre da durch die Gegend. Ich könnte ja mal den Kram hier aufwerten, ne? Ich hab die Nagelpistole nicht mitgenommen, ne? War ja klar. So. Kohle und Nitrat. Nitrat ist hier. Das geht relativ fix. Na
hier ist ja nur noch Blei, ne? Na gut, nicht so schlimm. Passt schon. So extrem viel brauchen wir ja auch nicht. Also wir produzieren ja gerade Schießpulver en masse. Also nur, dass wir noch ein bisschen was haben. Für den Fall, dass wir dann doch noch was herstellen müssen oder so. Oder irgendwas anderes, wer weiß. Dann haben wir Nitrat da. Besuch. Besuch im Minenschacht. Na dann komm mal runter, Maggie. Brech dir nicht das Bein. Oh. Glatt wieder hochgeprügelt, ey. Wieder die Maggie. So. Huch. Plumpsen sie alle hier runter. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, hier ist Ende Gelände, wa? Was das Nitrat betrifft. Sieht sehr danach aus, als würde die Nitratmine hier im Erdboden versickern. Gut möglich, dass jetzt hier Schluss ist mit dem Kram. Früher in 7 Days so geil, da hast du immer nach unten gebuddelt und gebuddelt und weiter gebuddelt und bis du irgendwann mal endlich Tungsten gefunden hast, ne? Boah, das war eine Zeit. Und das Zeug war so unendlich hart, gell? Das war so, boah, da hast du drauf eingedroschen. Das war echt abartig hart. Ja, das war's jetzt hier mit dem Blei, mit dem Nitrat. Oh, das war's mit der Spitzhacke. Haben wir auch noch einen Hirsch hier drin. Ja, Junge. Das ist jetzt selber schuld gewesen. Oh, ne? Im Laufen hat Bein weggeschossen. Okay. So, oder pass auf, ja, dann lass mal hier noch gerade so ein bisschen... mal eben die Kohlennummer machen. Vielleicht kommt ja hier auch neues Nitrat. Ich sehe gerade, ich müsste mal was essen. Spaghetti gab's lange nicht. Stürzt hier was zusammen? So, und dann habe ich mir überlegt, wir bauen uns eine neue Kampfbase. Draußen vor der Tür, ne? Die nenne ich jetzt einfach mal Häcksler 3000. Da könnt ihr euch ja dann selber was drunter vorstellen. Würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Also komm, pack. Na endlich! Ich habe schon gedacht, das passiert nie! Uha.
Da wird auch langsam Zeit. Ich habe, glaube ich, immer noch nicht die Schaufel auf Level 3 hochgeskillt, ne? Na ja, gut. So, jetzt können wir endlich mal hier Lehm buddeln. Lehm brauchten wir ja sowieso. Haben wir ja lange nicht gemacht. Jetzt kommen auch die Zombies leichter rein. Das ist doch schön. Haben alle was davon. Hat nur Vorteile, so ein eingestürzter Minenschacht. Ist da unten einer? Nö. Jetzt müssen wir halt die Kohle hier nochmal rausbuddeln. Aber das macht ja nichts. Ich habe mich schon gefragt, die ganze Zeit, wo ich hier am Kohlebuddeln war, ihr Menschenskinder, irgendwann muss das Ding nochmal einbrechen, ne? Und nie ist es passiert. Bis jetzt auf einmal. Ja, also wie gesagt, wir bauen uns eine neue Kampfbase draußen vor der Haustür irgendwo. Die nennen wir Häcksler 3000. Und ich habe da auch schon so grob einen Plan im Kopf. Hoffe, dass ich den so umgesetzt bekomme. Sollte eigentlich gehen, sollte machbar sein. Aber das gibt auf jeden Fall dann, ich sag mal, pro Feralnacht so 5 Tonnen Met. Ja. So, das ist so das, was ich da rausholen will, ne? Weil Met-Brötchen sind ja lecker. Als wir heute beim Einkaufen waren, habe ich Jule extra gefragt, ob sie neues Met haben will. Hat sie gesagt, nein. Hab noch anderthalb Packungen Met. Jule isst nämlich für ihr Leben gern Met-Brötchen. Ja. So, guck mal hier, wie schön. So, das ganze Grünzeug hier aus der Base rauskriegen. Ja, so schlimm. So, ich glaube, jetzt können wir noch mal wühlen. Der Vorteil ist, jetzt sehen wir wenigstens, was wir hier ausbuddeln. Es ist nicht mehr ganz so dunkel hier unten in der Ecke. Ich hatte schon Angst. Mit so einem Tagebau arbeitet es sich ja eigentlich viel leichter. So, guck mal hier, schon wieder 10.000 Kohle zusammen. Das geht doch flott. Also ich mache gerade die 20.000 voll und dann würde ich sagen, suchen wir gerade einen Platz für den Häcksler 3000 und dann machen wir erstmal, dann müssen wir erstmal so ein Fundament abstecken, sage ich mal. Also dann müssen wir mal kurz ans Reißbrett, ja, und dann überlegen wir da mal. Wer? Och, der hilft beim Graben. Das ist ja lieb. Oh. Oh. Erst kam er. Was? Was? Guck mal da. Guck mal da. Der läuft auf einem Bein. Er läuft auf einem Bein. Das gibt's ja wohl nicht. Wie geht das denn? Hä? Hä? Und ducken kann er sich auch ganz gut. Oh, hui, das war... Der war nicht schlecht, der Überschlag. Was ist jetzt hier los, ey? Haben wir eine Horde? Also
Also Horde hat man lange nicht mehr, ne? Wird ja mal langsam wieder Zeit. Das war's, glaube ich. Schade. Ich dachte, es geht noch ein bisschen länger. So, jetzt machen wir schnell die 20.000 hier voll. Ist das hier ein riesen Kohleflöz, ne? Das nimmt hier überhaupt kein Ende, ne? Wisst mal gern, wie man das hier machen will, ohne dass die ganze Landschaft einstürzt. So, guck mal hier, 20.000 voll gemacht, perfekt. Und zwei Fertigkeitspunkte. So, dann lass uns die schnell sinnvoll investieren. Ich würde sagen, einen machen wir in Fährtenleser. Und dann machen wir noch einen in Schädelbrecher. Also Fährtenleser und Schädelbrecher sind so mit Abstand die wichtigsten Skills in dem Spiel. Ui. So. Vielleicht sollte ich hier auch mal hier so ein Ding hinmachen. Und hier den scheiß Baum fällen. So, dass ich weiß, da geht's bergab. Okay. Dann auf zum, zur Dingsbums. Okay, also mit dem Reißbrett müssen wir ein bisschen verschieben. Was ist denn hier? Hybrid Energy. Das ist eine energiegeladene Gruppe hier, ey. Huch. Rum. Keiner hinter mir. Hier liegt alles voller Arme und Beine, ey. Das hat mal früher irgendwie zusammengehört, aber da war das eben doch so eine kleine Horde oder so. Ohne Kettensäge. Kettensägenmassaker. Schon wieder einen Arm ab. Oh, ich hab doch gerade für Schädelbrecher geskillt. Da gibt das Ding mal her hier. Lululu, lululu, lululu. Oh. Schick. So, okay. Gut. Das ist ja schön, dass der hier so rot gefärbt ist, der Vorschlaghammer. So, wir wollten eigentlich hier, ne? Okay. Na dann. Also. Hier ist der Garten. Hier sind meine 500 Regensammler. Haben wir bisher auch nicht mehr gebraucht, ne? Aber Hauptsache mal gebaut. So, da ist der Bunker. Und dann könnte man doch hier so... Ach, warte mal, hier ist ein Poi, ne? Warte mal. Hier ist ein Poi. Ein Poi-Poi. Na, dann gehen wir hier neben das Ding hier. Gehen wir hier zwischen so. So, warte mal, ich gehe mal gerade ins Auto. Machen wir mal hier das Licht aus. Bisschen Strom sparen. Dim, dim,
So, dann machen wir mal hier kurz Platz. Ah, ich habe wieder gutes Soljanka gefunden. Und zwei Stahlbrustpanzer. Oh Mann. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich weiß gar nicht, wenn man die Feralbase in die Wüste baut, kriegt man dann. Ist die dann eigentlich schwerer? Die in der Feral nach? Weil in der Wüste das Level sowieso angehoben ist? Kann das sein? Nicht genügend Ausdauer. Wir müssen mehr Holzfäller skillen. So, den hier noch weg. Und den da auch noch. Wer braucht schon Bäume? So was Überflüssiges. So, okay. Also, was ich mir so in etwa vorstelle, ne? Ist so ähnlich, sag ich mal, so ähnlich wie die Base, die wir am Anfang hatten, ne? Vom Grundaufbau. Also, wir machen vorne so eine Treppe hoch. Und machen dann so einen Laufsteg, wo die Kollegen drüber laufen können, in meine Richtung. Und stellen dann aber an den Laufsteg dran von rechts und von links so einen Schubsi, der die runterschubsen kann. Und unten drunter machen wir ein Silo aus Klingenfallen. Ein Silo aus Klingenfallen. Da würde ich aber ganz gerne die Klingenfallen hochkant stellen und zwar drei Reihen, da müssen wir nochmal gucken, wie viele das werden, vielleicht so drei Reihen A, acht Fallen. Jetzt kann ich das irgendwie schlecht erklären. Wie kann ich das jetzt erklären? Also pass auf, jetzt müsst ihr euch vorstellen, stellt euch vor, wir haben hier ein Riesenloch im Boden. Das wären die ersten Klingenfallen, die stehen hochkant. Ja, also die sind ja 3x3 hoch. Ja. So. Die jetzt in den Boden hinunter versenkt, sodass die obere Kante sogar noch drei Blöcke tiefer ist als jetzt das Gras. Wenn ich jetzt hingehe, jetzt muss ich mir hier was dran bauen, wenn ich jetzt hingehe und sage, wir machen hier die, also, und wenn das eine Klingenfalle wäre, jetzt stellt euch vor, wir haben acht davon hintereinander stehen, bis hierhin irgendwie, ja, und die sind im Boden versenkt. Und dann hingehe und setze oben drüber nochmal zwei Klingenfallen hochkant. Die erste geht dann bis hierhin und die zweite geht dann nur bis hierhin. So dass das praktisch dann nachher. Warum muss man mal gerade hier was hochbauen? So. Nur, Moment, warte. Ich stell mal hier einen Block hin, dann kann ich die drei wegnehmen. Dann muss ich hier nochmal hoch. Jetzt hält das zusammen, das war klar. Also ich kann es nicht richtig erklären und ich kann es auch nicht provisorisch gerade hier hinbauen. Stellt euch vor wie so eine Mickey Maus, ja? Also die Fallen. Das wäre die erste Falle.
dieser Block wäre die zweite Falle. Und ja, so dieser Block wäre sozusagen die dritte Falle. Also ihr müsstet euch den Block hier zentriert drunter vorstellen. Das geht zwar nicht ganz genau hin im Spiel. Aber so auf die Art und Weise. Das ist halt ein bisschen blöd, weil die Fallen sind drei Blöcke breit. Und wenn die drei Blöcke breit sind, dann gibt es halt schlecht eine Mitte. Ja? Die müssten, wenn dann, vier Blöcke breit sein, aber das geht halt nun mal leider nicht. Okay, so. Dann haben wir natürlich da einen Laufsteg davor. Ich würde die Falle vielleicht sogar in die Richtung hier bauen. Und hier hätten wir halt wieder unseren Turm, sage ich mal. Den können wir ja ruhig mal... Also ich fange mal klein an mit dem Turm. So, der muss auf jeden Fall höher werden. Also größer werden noch. So, das wäre der Laufsteg dann, ne? Also... in der Höhe von 5 Blöcken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das wäre der Steg. Ich hätte ja schon gerne 10 Blöcke. Machen wir ihn 10 Blöcke. So. 1, 2, 1, 2, es täuscht ein bisschen hier. Ich glaube, ich mache das Ding noch eins breiter. So. Okay. Das wäre unser Laufsteg. Und dann käme ja hier noch unsere Treppe dran, aber das ist ja egal, wie weit die nach vorne geht. So, was ich jetzt nur brauche, sind halt die Maße für hier den... Für den Fallenschacht, ne? Das heißt, wir lassen den mal so stehen. Und dann müssten wir mal hier anfangen, so eine Runde zu buddeln. Dann kriegen wir auch endlich mal wieder Lehm ins Haus, ne? Brauchen wir ja sowieso. Ich überlege gerade. Ja. So, also ich will den später so trichterförmig von oben nach unten verjüngen. Und dann aber drei Reihen mit diesen Fallen da reinbauen. Das heißt, dieser Schacht muss oben, der muss oben mindestens eine Breite haben von 6. Also das wäre ja eine Falle. Dann wäre da noch eine Falle daneben. Das ist so die Breite von dem Schacht. Und dann muss der mindestens mal 3 Blöcke, 6 Blöcke, 7 Blöcke tief sein. Besser sogar 9 Blöcke tief. Damit die Fallen nicht oben bündig sind, sondern damit die auch irgendwie noch so ein bisschen nach unten versetzt sind. Ja? Und dann brauchen wir an der einen Seite, könnten wir vielleicht hier machen, da brauchen wir die Leitern, damit die Zombies, falls sie da rein, also wenn sie da reinfallen, dass die da auch wieder rauskrabbeln können. Vielleicht sogar an zwei Seiten. Das müssen wir dann mal schauen. Das würde auch bedeuten, dass wir diesen Turm hier, den dürfen wir nicht erst hier oben anfangen, in die Höhe zu bauen, sondern wir müssen den auch noch 9 Blöcke in den Boden nach unten setzen und da anfangen mit dem Turm, weil sonst können die mir das Ding untergraben irgendwann. Gut, ja, das klingt doch einigermaßen nach einem Plan. Das klingt doch einigermaßen nach einem Plan. Okay, dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Und dann geht's hier los mit dem Häcksler. Häcksler 3000. So, da ist auch noch einer. Na komm, Bettina, steh auf. Und jetzt kannst du dich hinlegen. Okay, danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis denn. Tschüss.